Mir ist hier tatsächlich was kaputt gegangen. Und zwar dieser Zylinder von dem Vorpressdruck, der hat Durchgang. Moin Leute, herzlich willkommen wieder in einer neuen Folge. Ist ein bisschen knifflig hier an der Straße anzuwechseln. Hier glaube ich wird es gehen. Aber ab und zu häcksle ich dann auch mal 10 Meter in den Mais rein, wenn der Winkel so ungünstig ist, dass man sich nicht sicher ist, dass man trifft. Ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen beim Anhäckseln mit. Wir häckseln heute den Kranichmais, den wir nachgelegt hatten. Wir haben jetzt noch 90 Hektar bei uns ungefähr. Wir haben 2 Stück so ein bisschen angeschnitten, so wie das mit den Transportern mal gepasst hat. Also wenn wir ein bisschen weniger waren, haben wir ein bisschen dichter gehäckselt. Und wenn ich dann welche gekriegt habe, dann machen wir so wie hier, ein bisschen weiter weg. Wir sind heute 8 Transporter. So, muss erst mal gucken hier. Ich muss erst mal das richtige Feld hier laden. Die sind ja alle eingespeichert und einprogrammiert. Bis jetzt sieht er ganz gut aus. Bis hier vorne war aber auch kein Kranichschaden, weil wir hier unter dem Strommast sind. Aber der kommt jetzt nachher da gleich. Wir werden halt mal gucken, wie der sich so entwickelt hat. Ich gehe davon aus, dass er deutlich weniger Trockensubstanz hat, weil von der Reifezahl war er genau derselbe, der hier steht, weil ich den halt noch übrig behalten hatte. Und dementsprechend hat er ja nicht die Temperatursumme erreicht, die er hätte erreichen müssen, um reif zu werden, ne? Deutlich grüner. Morgen. Geht aber. Wir haben eine TS von 29, 30. Ja, das hätte fast schon 27, 28 gedacht. Ja. Ja, sieht gut aus. Ihr dürft übrigens alle nur bei uns auf die Auffahrt rauf, also nicht da um den Baum und bei dem anderen Acker rauf. Die hatten sich im Frühjahr da schon etwas sensibel. Da wo jetzt der blaue Trecker steht, da dürfen wir nicht hinfahren, ja? Nee, wir sind direkt neben dem Baum hier. Das ist doch die Grenze, ist doch der Baum. Und da sind wir hinterm Baum rumgefahren und dann auf unsere Fläche rauf. Das war schon zu viel. Ah, jetzt geht er runter. Wie sieht es ertraglich aus? Oh ja, trotzdem 50 Tonnen auf dem Hektar, obwohl er gar nicht so aussieht. Der steht halt sehr üppig, ne? Also sehr kleine, kräftig entwickelte Pflanzen. Ich weiß nicht, ihr seht es wahrscheinlich hier auch. Also er ist trotzdem 2,50, 3 Meter geworden teilweise. Aber die Höhe spielt da auch gar nicht so große Rolle, habe ich die Tage wieder festgestellt. Auch sortenbedingt hatte ich Unterschiede. Eine Sorte war 4 Meter direkt daneben. War eine andere Sorte 3,20 Meter, 3 Meter und war ertraglich auf demselben Niveau, ne? Also teilweise hat die dann dickere Stiele, breitere Blätter, größere Kolben. Da sozusagen ausreichend zu kompensieren.
Aber ich denke mal, einmal kurz umdrehen auf dem Acker sollte wohl gehen und dann wieder zurückfahren. Ja, das kann ich euch sagen. Also aktuell zeigt er 55 Tonnen auf dem Hektar an, obwohl der gar nicht hoch ist. Aber hat einen schönen Kolbenansatz. Was hat ein Unterschied hier der Mais, wa? Der Acker muss ja voll gut gewesen sein, Junge. Ja, hier ist auch der Nachgelegte, ne? Achso, ach, das ist das Stück hier. Guck mal, die ersten 50 Meter unter Mast, da war nix. Da ist er ja, weiß nicht, 3/4 Meter höher. Und hier ist der nachgelegt. Ah, stimmt, genau. Da war eine richtige Kante drin, richtig. Aber trotzdem über 50 Tonnen auf dem Hektar, 30 TS. Das wird besoffen, dein Ding da, oder was? Na, der steht schon sehr kompakt, sehr dicht. Weiß ich nicht, ne, glaub nicht, dass der besoffen ist. Vor allem die dünnen Strippen hier holen. Auf die Größe kommt es nicht an, Ole. Naja, ich weiß. Naja, aber es passt schon. Wir fahren 4,5 km/h und ich habe 100% Motorauslastung. Das passt schon. Wenn man es ja noch runterbricht, sind es ja dann auch im Prinzip 15% Trockenmasse. Bei 30% Trockensubstanz. Genau, also der Vorbesitzer, ich habe die Fläche nie richtig beobachtet. Wenn du Wald hattest? Ja, genau. Das ist wirklich irgendwie lang. Ich habe ja wirklich, was habe ich gesagt, also der Vorbesitzer, ich habe die Fläche nicht beobachtet, aber ja, ich denke schon, dass hier fast nur Mais stand. Ne? Das ist halt eine Investorgesellschaft, eine sehr namhafte, kennen auch viele von euch. Und ja, stand hier halt mal 7 Jahre in Folge Mais. Ne? So, mein Plan ist jetzt hier halt Weizen raufzunehmen, dann nächstes Jahr eine Zwischenfrucht zu machen, oder ich weiß noch nicht, mal gucken. Vielleicht nehme ich auch teilweise Raps hierher. Ich muss gucken, wie ich mit dem Anbauplan, mit den Mengen durchkomme, wie das nächste Jahr wird. Gut, ich häcksle erstmal eine Runde rum und dann schmeiße ich nochmal die Kamera an und dann könnt ihr nochmal eine andere Perspektive sehen. Bis später. So, so sieht das aus, Leute. Ich muss gerade ein bisschen warten. So lang ist das Stück. Also von da bis da vorne sind 2 Kilometer. Und das ist wirklich so krass. Das ist selbst für uns noch krass. Ich habe da oben gehäckselt und 2 Transporter waren noch auf dem Weg zur Straße vom Acker aus. Da könnt ihr euch vorstellen, und wir haben keine kleinen Transporter hier, wie groß das wirklich ist. So sieht der Mais jetzt aus. Wenn ich hier mal ein bisschen weiter nach hinten, ist der Häcksler nicht so laut. Wir sind aber noch am Vorgewinde, ne? Ich versuche euch nachher mal im Bestand was rauszusuchen, dass wir vielleicht auch eine Pflanze finden, die vorher hier gestanden hätte. So sieht er aus. Also hat wirklich schön Kolben, hat er gebildet. Der ist noch nicht ganz durchgereift. Moment. Geht los, Leute. Ihr seht ja, der ist noch ein bisschen hell, ein bisschen milchig und man kann hier tatsächlich auch noch ein bisschen die Flüssigkeit rausdrücken. Also der ist tatsächlich noch Milchteigreife. Genau, der hier auch. Aber einen wirklich schönen Ansatz, muss man sagen. Gehen wir mal hier rauf, dann häckseln wir den gleich mit. Und hat eigentlich auch noch fast eine schöne Höhe gekriegt. Ja, und wie gesagt, also zwischen 40 und 60 Tonnen ist das, was er erstmal anzeigt. Gut, die Trockensubstanz ist nicht da, aber trotzdem liegt der Trockenmasseertrag bei 15 bis 16 Tonnen. Eigentlich schon vernünftig. Das habe ich nicht so in der Form erwartet. Bisschen weich hier. Ne, man muss auch ein bisschen Struktur erst in den Acker bringen.
Aber was ich euch zeigen kann, die Unterschiede zwischen der Bewirtschaftung und Bereifung. Zack. Weiß ich nicht, ob man das sieht. Und, ich stelle mich mal hier rein. Seht ihr das? Da. Das war der Nachbarbetrieb. Und das sind wir. So. Und das ist hier ein Damm vom Maislegen. Seht ihr? Der ist nicht verformt. Das ist krass, oder? Andere Bewirtschaftung, andere Bereifung, wir. Sieht aber wirklich schön heute Morgen aus, oder? Es schreit fast nach einer Drohne heute früh. Ich werde gleich mal die Drohne auspacken. Gut, ich gehe mal in die Kabine und pack mal die Drohne aus. Bis dann. Jo, sind wir da? Wir sind da. Jo. Mensch, ich habe gestern hier einen Kolben aufgemacht und habe mir die ganze Kamera mit Milch vollgespritzt. Ist ja nicht so geil. Ist da noch was drauf? Nee. Ja, wir machen weiter im Programm. Wir haben heute Sonntag früh, es ist 8.48 Uhr. Nachdem wir ja gestern schon das Glück hatten, dass von 8 nur nachher nur noch 7 ab Mittag gefahren sind, weil ein Trecker ausgefallen ist vom Nachbarbetrieb, haben wir heute das Problem bei uns. Heute ist unser 826 ausgefallen. Irgendwas mit dem AdBlue. Entweder ist die AdBlue-Düse verstopft oder kaputt. Detlef macht sich jetzt bei, baut die mal aus, versucht die einmal gängig zu machen und guckt, ob es damit besser wird. Ja, AdBlue ist, also Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber AdBlue ist der letzte Mist. Also damit ist die Technik so anfällig geworden, das ist unfassbar. Und wenn man so ein bisschen guckt, das Hauptproblem, wenn Traktoren irgendwas haben, ist immer AdBlue. Also wenn die Dinger was haben, 70-80% AdBlue. Mann, das ist, die mögen das mit der Kälte nicht, die ganzen Anlagen. Und dann mögen sie nicht die ganze Zeit nur auf Standgas oder Minimalgas zu fahren, wenn die auf dem Silo rollen. Das geht jetzt auch wieder nicht. Und ach, also das mit dem AdBlue ist eine richtige Last. Aber kommen wir weiter. Gestern der Kranichschaden. Ich glaube, es waren 47 Tonnen auf dem Hektar. Also bei 33 TS habe ich es hochgerechnet, war ein bisschen weniger, war 30 TS. Ist klar, die waren noch nicht richtig reif, war halt früh. Und ja, hab's halt hochgerechnet, also 47 Tonnen bei 33 TS. Hier sind wir jetzt auf dem Nachbarstück, was nicht nachgelegt wurde, beziehungsweise wir haben einmal die Insel ums Wasserloch nachgelegt, wenn ihr euch mal dran erinnert. Der sieht gut aus, der sieht echt gut aus. Also es wird auch wieder ein 50er Plus werden. Man merkt aber halt auch, der ist auch ein bisschen maismüde, der Boden gefühlt. Also da bin ich auch gespannt, wenn ich mit meinem Farmlab hier von Stenon rüberfahre und gucke, ja, wie sieht's aus in den Flächen. Übrigens, heute, gestern gerade oder heute Morgen, gestern gerade bei Facebook gelesen, sie haben eine DLG-Anerkennung bekommen für N-Min und Nitrat im Boden. Sehr geil. Hat DLG anerkannt, ist laborgenau das ganze Gerät. Sehr, sehr geil. Genau, da freue ich mich total, eigentlich hier rüber zu fahren, Bodenproben zu nehmen und mir das abends gleich zu Hause anzugucken. Hier kommt überall Weizen hin auf den Flächen, also hier komplett raus, alles Weizen. Ich mag das inzwischen gerne, dass ich immer in einer bestimmten Richtung raus dann nur eine Frucht habe, sodass das transporttechnisch und logistisch alles immer besser gelöst ist. Ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, mit der Spritze irgendwo unterwegs bist, dann musst du nicht ewig zum nächsten Schlag eiern, sondern der ist nächstens gleich nebenan. Und das natürlich auch mit der Güllekette, mit dem Maislegen, mit der Aussaat. Macht schon Sinn und finde ich ganz gut inzwischen. Ansonsten schöner Tag, Mensch. Wirklich schöner Tag. Wenn jetzt nicht der Fendt ausgefahren wird. Ach, da Mensch. Überall sind noch kleine Steine, weil teilweise die Schweine wieder hochgewühlt haben. Man erschreckt sich da total immer ein bisschen. Also ich muss sagen, das Orbis ist mega steinrobust. Und hat eigentlich, ja, alle Komponenten so gebaut, dass ich hatte bis jetzt noch gar nichts. Außer ein Einweiser verbogen, aber da war halt so ein Stein, da war halt genau so eine Beule in der Erde, dass ich da so ein bisschen aufgeschabt bin und der Stein hat so ein Stück rausgeguckt und davon ist halt der Einweiser kurz verbogen gewesen, aber eine Minute Reparatur, danach wieder heil. Genau. Das gibt es erstmal zu erzählen, ansonsten Mais steht Bombe. Ich hatte fast überlegt, Körnermais noch zu machen, 5 Hektar, aber für 5 Hektar da irgendeinen Aufwand mit Lohner und Dreschen und Trocknen. Habe jetzt auch gedacht, ach scheiß, Hannes, häcksel den Mist ab,
Und dann kaufst du irgendwo einen LKW Körnermais für Futter XL dazu oder 1, 2, 3 LKWs. Aber den Aufwand jetzt. Vor allen Dingen, hier kommt ja Weizen her. Also wenn wir hier, wären hier die Sorten gewesen für Körnermais. Aber hier kommt ja einfach Weizen her. Und dadurch haben wir da auch Zeitdruck oder musst du extra nochmal mit der Drillmaschine her, weil du es ja nicht gleich dreschen kannst, wenn wir jetzt in 5 Tagen hier drillen. Und naja, ihr kennt das ja, das ist ja Aufwand, das ist ein Aufwand. Das ist ja gleich nicht nebenan, das sind 15 Kilometer weg hier von meinem Standort. So, falls ihr euch fragt, warum ich gewunken habe, wir haben auch Funk drin. Ne? Da immer gerne gefragt, wenn ich mal irgendein Zeichen gebe, habt ihr denn keinen Funk? Doch, wir haben Funk, aber ein Handzeichen tut es manchmal auch. Ja, Leute, das gibt es erstmal zu sagen. Ich glaube, ich habe gestern schon genug gequatscht. Ach, eins wollte ich euch noch zeigen. Ich zeige euch das gleich, wenn ich mit Autopilot fahre. Und zwar habe ich ja roten Mais angebaut gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch im Frühjahr erinnert. Und war ein bisschen schwierig, weil das meiste hatten ja nun die Kraniche weggefressen und hier war noch ein Rest im Saattank drin, in den Körnern. Das hatte ich nachher am Ende gemischt gehabt, weil hier sollte ja kein Körnermais hin auf dem Stück. Das wäre er gewesen. Also es ist eher kein Rot, es ist eher ein Orange und hat sehr, sehr kleine Körner. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Moment, mach das mal so. Hat sehr, sehr kleine Körner. Nichtsdestotrotz, so ein Mais kaufen wir auch zu. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Cribs-Mais. Cribs-Mais heißt der bei uns im Handel. Taubenzüchter für kleine Tauben und so kaufen den. Der wäre eigentlich ganz cool gewesen zum Dreschen. Aber wie gesagt, schade, haben die Kraniche alles zunichte gemacht, im Prinzip meinen ganzen Versuch. Das war jetzt der einzige, den ich gefunden habe. Ich habe gestern immer wieder geguckt. Ich habe einen längeren gefunden, den habe ich aber komischerweise nicht, den habe ich Anton mitgegeben. Anton wollte damit spielen, der war gestern hier mitgefahren und wollte den Kolben mitnehmen. Ich hatte gehofft, ich sehe halt richtig eine Pflanze und einen Kolben an der Pflanze und kann den halt richtig auspacken. Vielleicht ist der auch noch, ist der auch ein gelberer. Und ansonsten, der gestern war ein bisschen rötlicher. Aber die wir im Handel haben, das sind richtig feuerrote Maiskörner. Wo ist der Unterschied? Zum einen sind feuerrot und laut Taubenzüchter oder so mögen die Tauben den roten Mais lieber. Und wir haben auch viele Karpfangler und viele Angler, die roten Mais kaufen und damit angeln. Und der soll etwas energiehaltiger sein. So sagt man sich. Ich weiß das nicht. Ich habe da noch keine Analysen von gesehen. Aber das wollte ich im Prinzip machen. Vielleicht mache ich das im nächsten Jahr wieder nochmal auf 2 oder 4 Hektar probieren. Also das mit dem Körnermais habe ich noch nicht abgeschrieben für nächstes Jahr. Vielleicht mache ich das nochmal. Erstmal alles abernten. Dann müssen wir sehen, wie sind die Silobestände. Ich habe ja nächstes Jahr nur weniger Mais im Anbau. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht noch weiter runter reduzieren, sodass ich am Ende noch weniger Silomais im Anbau habe. Ich glaube, wir sind auf 300, von 340 auf 250 runtergegangen oder so. Gut, ich mache das mal voll. So, in der Tat haben wir jetzt ein bisschen früher Sonntag. Wir haben 12:30. Mir ist hier tatsächlich was kaputt gegangen. Und zwar dieser Zylinder von dem Vorpressdruck, der hat Durchgang. Also der ist dafür da, der baut den Vorpressdruck auf für die Vorpresswalzen. Ne? Da drückt er so zusammen, diese Walzen für die Vorpressung. Und der hat Durchgang. Der zischt ganz laut. Demzufolge kriege ich auch keinen Vorpressdruck mehr aufgebaut. Die Werkstatt hat jetzt keinen da. Die hätte mir aber ihren aus dem Vorführer ausgebaut und hätte mir die hier eingebaut. Oder alternativ hätte ich mir auch einen Ersatzhäcksler holen können. Der Punkt ist aber, wir haben heute Sonntag und wir machen sonntags eigentlich nur bis 16 Uhr. Es sei denn, wir sind bei Kunden oder so. Das heißt, ich hätte irgendwann so 2:30 wieder fahren können für eine Stunde. Und so lange hätten halt 8 Transporter gewartet. Haben wir uns gesagt, dann machen wir heute Sonntag. Morgen früh um 7 ist der wieder heil, können wir wieder fahren und dann geht das Ganze seinen Gang. Also von daher habe ich mich letztendlich entschieden, dass wir heute Schluss machen und nicht mehr weiter. Wir hätten heute ohne Probleme in 2-3 Stunden wieder fahren können, aber das Ganze jetzt ab morgen früh um 7 und wir wären auch so noch fertig. Gut Leute, würde ich sagen, das war's für heute in dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dann. Ciao, ciao. So Leute, wir haben jetzt Montag früh. Ich fahre wieder, aber ich habe eine Falschdiagnose gestellt. Es war etwas anderes. Wir sind aber repariert. Und was es war, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Also, bis dann, Leute. Ciao. Up in the clouds.
You make me believe.